Er wolle über ihre Bromance, ihre Männerfreundschaft reden, scherzt der Präsident bei seiner letzten Ansprache hier im Weißen Haus. Und noch ahnt Joe Biden nicht, was gleich auf ihn zukommt. Ich wollte ein paar Leute zusammenbringen, um jemanden Ehre zu erweisen, sagt der Präsident. Und da fällt Joe Biden schon das erste Mal aus allen Wolken. Den besten Vizepräsidenten, den Amerika jemals hatte, Joe Biden. Als Barack Obama dann noch jemanden vom Militär auf die Bühne bittet, guckt Biden nur noch irritiert. Meine letzte Zeit als Präsident freue ich mich, die höchste Auszeichnung der Nation verleihen zu können. Die präsidiale Freiheitsmedaille. Abrupt dreht sich sein Vize um und zückt sein Taschentuch. Damit hatte er wohl nicht gerechnet. Er versucht, die Tränen wegzublinzeln. Erfolglos. Und während Obama ihm die Medaille umlegt, versucht Biden weiterhin, tapfer nicht zu weinen. I don't deserve this. Ich verdiene das nicht. I know. Aber ich weiß, dass es vom Herzen des Präsidenten kommt. Mr. President, solange ich atme, werden ich und meine Familie für Sie da sein. Da freut sich der noch Präsident, dass er seinen Vize und langjährigen Freund am Ende noch mal so überraschen konnte.